befallene Pflanzen von Mehltau und Braunfäule ab in den Restmüll. Schließlich darf sich die Krankheit nicht weiter verbreiten, damit andere Pflanzen und die nachfolgende Generation im nächsten Jahr auch nicht sofort davon befallen werden. Sie werden Schaden nehmen und dadurch auch die Ernte reduzieren. So oder so ähnlich hört man oft in Gartengruppen, wenn es ums Thema Mehltau und auch Braunfäule geht. Und wisst ihr was? Es ist mir eigentlich egal. Ich tue auch die befallenen Pflanzen mit Mehltau und Braunfäule nicht in den Restmüll werfen, sondern bei mir einfach in die Beete mit einarbeiten. Vielleicht fragen sich jetzt nun einige, hä? Das gehört doch zu den Grundlagen. Ja, das gehört zu den Grundlagen im Gartenanbau. Allerdings mache ich ja hier eine Kombination mit der Permakultur und da hat man jetzt auch eine ganz andere Sichtweise, die ich dir jetzt mal kurz erklären möchte. Erstmal die Frage, welche Aufgabe hat denn grundlegend ein Pilz? Eine Aufgabe von Pilzen ist der Abbau von organischem Totenmaterial. Sieht man oft im Wald zum Beispiel, wenn dann Pilze an altem Holz dran rauswachsen und hier langsam die Äste oder auch im großen Baum die Stämme zersetzen. Das andere macht Mehltau und auch Braunfäule. Sie werden halt hier totes organisches Material zersetzen oder im Fall von unseren Pflanzen geschwächte Blattteile oder Pflanzenteile umsetzen. Wieder eine Funktion von unserer Natur für die Selektion und auch den natürlichen Kreislauf wieder erfüllen. Die andere Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wann denn unsere Pflanzen von so einem Pilz denn befallen werden? Und in der Regel ist es halt so, wenn dann unsere Pflanze geschwächt durch Stress oder falsche Bedingungen ist. Beispielsweise bei unseren Tomaten, wenn sie durchnässt sind, können ich abtrocknen. Wind ist auch nicht gerade optimal da, keine schöne Luftzirkulation. Kälte macht das noch alles schwieriger. Alles ungünstige Bedingungen, die sehr viel Stress bei den Pflanzen verursachen und die halt nicht die optimalen Bedingungen für die Pflanze darstellen. Also eine Tomate mag es halt recht warm und trocken. Das sind die optimalen Bedingungen und da wird sie auch sehr gut wachsen. Bei unserer Gurke, das ist ja ein Fall für sich, die ganze Diva, da kannst du sehr viele Pflegefehler auch machen. Und das alles, wenn du da halt schnell mal in diese Fehler reinkommst, sehr viel Stress für die Pflanze, sie ist geschwächt und dadurch hast du halt dann hier eine erhöhte Chance, dass halt Mehltau kommt und die Pflanze halt abbaut. Außer du haust die Chemiekeule auf deine Pflanzen, was ich nicht so empfehlen würde. Meine Gurken haben auch recht schnell Mehltau bekommen, als es halt sehr feuchtwarm gewesen ist, weil das halt auch eine optimale Bedingung für die Pilzverbreitung ist. Also, wichtig für uns ist es, kräftige Pflanzen großzuziehen. Wie bekommen wir die kräftigen Pflanzen? Indem wir halt einen fruchtbaren Boden haben, weil das ist erstmal die Grundlage all dafür und das auch schon in der Vorzucht. Ich bin jetzt hier kein so großer Fan von der Sterilisation von der Erde, also von der Anzuchterde. Also manche tun die halt bei 180 Grad in den Backofen rein. Waren sie halt auch aus dem Grund, weil sie halt dann hier zum Beispiel Traumückenlarven entfernen wollen. Dann wird oftmals ein bisschen Sand mit reingemischt, um halt die Anzuchterde etwas magerer zu halten, weil man halt dann der Meinung ist, dass sich die Wurzeln besser entwickeln und ausbreiten, weil halt die Pflanze nach Nährstoffen sucht. Und genau das Gegenteil mache ich auch hier schon. Ich nehme meine Komposterde, die auch mit Terra Preta angereichert ist. Die liegt gerade mal ein Jahr, da können noch ein bisschen Mikroorganismen noch organisches Material zerrotten, weil halt dann die Pflanzen erst die Nährstoffe ja aufnehmen können, mit Hilfe von den Bakterien. Ohne die Bakterien hatte sich die Pflanze relativ schwer, die Nährstoffe für ihre Pflanzenwachstum mit aufzunehmen. Und genau das Gleiche gilt auch hier bei uns in dem Boden, damit die Pflanze halt gut wachsen kann, Nährstoffe mit aufnehmen kann, auch hier sich mit Mykorrhiza-Pilze in Verbindung gehen kann und halt hier nochmal zusätzlich kräftiger wird und auch das Mikrobengleichgewicht besteht, müssen wir halt einen lebendigen Boden aufbauen, indem wir zum Beispiel Bokashi mit einarbeiten, Mist mit einarbeiten, Urgesteinsmehl, Pflanzenkohle mit reintun, organisches Material als Mulchmaterial, Laub, Grasschnitt, Schafswolle zum Beispiel. Das jedes Jahr aufs Neue den natürlichen Kreislauf auch mitschließen. Komposttoilette gehört auch mit dazu, auch wenn es einige eklig finden. Und mehr dazu findet ihr auf meinem Kanal, mit dem ganzen, wie man seinen Boden aufbereitet, welche Hilfsmittel man hier auch nutzen kann. Mit der Zeit werdet ihr auch erkennen, dass eure Pflanzen immer kräftiger werden und auch zum Beispiel Schnecken immer weniger Interesse haben und auch eure Pflanzen viel weniger Krankheiten auch bekommen. Natürlich ist das jetzt kein Wundervorgang, wo die Pflanze überhaupt gar keine Pilzkrankheiten mehr bekommt. Einfach aus dem Grund, wenn es im November 4 Grad hat, dann wird deine Tomate irgendwann mal noch mit der ganzen Taunässe und dann
Regen und alles Mögliche, also das, der feuchte November zum Beispiel, wird deine Tomate einfach irgendwann mal Braunfäule bekommen und auch einfach eingehen, weil es halt nicht die richtigen Bedingungen geschaffen worden sind, damit die Pflanze hier weiter wachsen kann. Die Tomate zum Beispiel hier ist eine Wüstenpflanze. Optimale Standortbedingungen und entsprechende Pflegehinweise müssen halt auch gegeben sein, damit die Pflanze gut wachsen kann. Aber dieser fruchtbare Boden hilft einfach, dass ihr kräftige Pflanzen habt und dass ihr halt nicht so schnell Pilze abbekommen und dann gleich nach 3 Tagen Regen sofort eine Braunfäule zum Beispiel abbekommen oder auch ein Mehltau. Ein weiterer Punkt, warum ich es ziemlich sinnlos finde, das befallene organische Material in den Restmüll zu werfen. Die Sporen sind hier überall, die werden durch die Luft weitergetragen und die kommen jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Im Zusammenhang, warum sollte ich dann organisches Material in den Restmüll werfen, wenn ich doch meinen natürlichen Kreislauf schließen möchte und mit Hilfe von diesem organischen Material das Bodenleben wieder weitere Humus aufbauen kann? Macht für mich keinen Sinn. Und wenn du noch etwas Unbehagen hast, dann kannst du ja dieses kontaminierte Pflanzenteile ja nutzen und einen Berkeley-Kompost ansetzen. Also das heißt, eine Heißrotte, wo der Pilz dann nicht überleben wird. Wenn du jetzt zum Beispiel Komponenten nimmst, die auch richtig heiß werden. Zum Beispiel würde ich hier Laub nehmen und auch Hühnermist mit bei. Neuer Kompost, mit dem wir unser Bodenleben fördern können. Und in unserer Gesellschaft tun wir ja manchmal so, dass wir intelligenter und fortschrittlicher sind als die Menschen der Vergangenheit. Und da denke ich mir so, können wir doch mal endlich mal beweisen, indem wir mal die Terra Preta aufbauen, wie die Indios damals im Amazonasgebiet, ne?